Und damit, Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part der Feuerrot-Nasenloch-Challenge. Wir haben heute den 31.12., deswegen sage ich euch heute schon einen guten Rutsch, also jetzt schon, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Freunde, rutscht nur nicht zu tief. Und ja, wir sind im letzten Part, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren kurz im Lavandia-Turm, haben dann bemerkt, dass wir dort gar keinen Encounter fangen können und haben uns dann wieder auf den Weg gemacht nach Saffronia City. Und Mäusen ist vergiftet, Turbo-Level 24, Alex Level 27, Panzer Level 29, Feder Level 27 und David Level 22. Wir rennen nochmal kurz zurück ins... Schaffen wir das? Ja, 33. Ins Pokémon Center und heilen unser Mäuschen. Und ja, wir haben es auch vergeigt in der letzten Folge... Oh. Wir haben es vergeigt in der letzten Folge ein... Also im letzten Part ein... Ich komme hier nicht rein, so einen Encounter zu fangen. Und zwar hat Fukano Brüller eingesetzt und uns damit ja, weggebrüllt, würde ich mal sagen. Deswegen haben wir die Chance vertan, uns einen Fukano zu fangen. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt bald in diesem Part, denke ich, in Saffronia City ankommen, werde ich mir ein Evoli als Encounter holen, also als geschenktes Pokémon. Und dann werden wir daraus ein Flamara machen, Freunde. So, und dieses Flamara oder diese Evoli wird dann Luma heißen, weil Luma hat schon von Anfang an der Nuzlocke gesagt, sie würde gerne nach einem Evoli benannt werden. Das werde ich auch dann tun. Welches Pokémon werden wir trainieren? Stimmt, den Blattstein bekommen wir auch in Saffronia City, können also unser Tobi entwickeln zu einem Giflor. Ja, Mäuschen lassen wir noch ein bisschen vorne. Die haben wir alle. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Okay. Nidoran, weiblich. Ja, wenn wir sie jetzt... ich hoffe, wir werden nicht schon wieder vergiftet. Die Hyperzahn müsste... Ah, ich weiß nicht, killt er? Und schon wieder die... Freunde, dreimal hintereinander haben wir den Gift... Haben wir, sind wir vergiftet. Ich fasse es nicht. Aber jetzt reicht der Ruckzuck-Keep zu 100%, oder? Ja, doch, der reicht. Ja, easy. Und sie hat, glaube ich, noch ein Nidorina. Wow, aber da holen wir Federwellen. Mit Feder können wir mit dem Windstoß sehr effektiv treffen. War das sehr effektiv? Ja, ist, glaube ich, was... Ne, mit dem Aero hast du nicht Windstoß. Nee, war nicht sehr effektiv. Und wir kriegen schon wie... Es gibt's nicht. Bei jedem Kontakt. Ich glaube, 30% Chance werden. Bekommen wir die Vergiftung. Ah, stimmt. Wir können es gar nicht sehr effektiv mit der Flugattacke treffen. Ich kann es vergessen. Ist ja nur vom Typ Gift. Ne, Geheimpower. Schau mal, wie viel die macht. Oh, die reicht fast aus. Boah. Der Gegner macht uns hier aber zu schaffen. Ja, Freunde. Das Jahr ist fast rum und ja, wir sind jetzt seit 4 Monaten, glaube ich. Knapp 4 Monaten sind wir jetzt bei YouTube. Und ich finde. Ich habe auch wirklich viel gelernt dazu, weil YouTube macht mir mega viel Spaß und ich hätte niemals gedacht, wir sind ja jetzt bei. Nach dem neuesten Stand haben wir 193 Abos, also fast 200 geknackt. Ich hätte mir niemals zu träumen gewünscht, dass das so schnell geht. Nochmal ein mega Dankeschön an euch für die fast 200 Abos. Und ja, wie war euer Jahr 2015? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Meins war zum Beispiel mit Höhen und Tiefen. Und ja, aber trotzdem viel dazugelernt und freue mich auf das nächste Jahr, auf jetzt 2016, ab morgen. Mauzi ist süß, miau miau. Okay, das bräuchte ich jetzt nicht nachzumachen. Naja, egal. Die Frieda, was bringt die Frieda mit? Ja, natürlich ein Mauzi, hat sie uns ein Billiget? Ne, ich glaube nur 3 Mauzis oder so. Hyperzahn trifft. Und besiegt. Oh, wir sind sehr, sehr unterlevelt. Wir sind sehr, sehr, sehr unterlevelt. Du erzählst aus Pokémon wechseln. Nee, wir bleiben drin.
Wir bleiben drin und greifen nochmal einen Hyperzord an, der zum Glück wieder trifft. Und das ist das zweite Monster des Todes. Und wir erreichen Level 25. Nice, nice. Und es kommt schon wieder Mauzi. Was ein Wunder. Der dritte Hyperzahn, der hintereinander trifft. Und das, ja, tötet auch wieder das dritte Mauzi. Damit besiegen wir Trainerin Frieda. Oder Göre Frieda. Und die Reihe müssten wir jetzt, ja, die Reihe haben wir jetzt besiegt. Bleiben noch die Motorrad-Gang. Wir haben Alex als Psycho-Pokémon, die Gift-Pokémon sehr effektiv treffen. Komm her. Mach den Weg frei oder ich überfahre dich. Harte Worte. Harte Worte. Und das im Silvester. Naja. So Typen gibt's überall. Konfusion trifft sehr effektiv. Aber tötet mich. Da sieht man einfach, Alex hat halt nicht so eine Power. Auch wenn es schon voll entwickelt ist. Alex hat einfach nicht die nötige Power. Vor allen Dingen die Attacke-Konfusion. Ich glaube, das ist eine 50er Stärke oder sowas. Wir erreichen Level 28. Moment mal, Freunde. So, ich musste gerade meinen Hund reinlassen, der hat an der Tür gekratzt. Der hört auch nicht auf, ne? Wenn er einmal an die Tür kratzt und man ihn nicht reinlässt, der hört so lange nicht auf, bis man ihn reinlässt. Ganz schlimm. Wir erreichen Level 28 und Elenix? Komm, Slimer. Ich glaube, wir finden so Dingsbums. Wir finden sogar bald die Psychokinese, oder? Bekommen wir die? Ne, wir bekommen sie doch, wenn wir den Tee benutzen, also die durch diese Durchgangshäuser kommen. Und da gibt es, glaube ich, in irgendeinem Haus Tee. Nicht die Psychokinese, Freunde, also eine TM. Schauen wir mal. Noch. Ja, hier ist noch einer. Mein Motorrad spielt verrückt. Okay. Einverstanden. Juckt mich aber nicht. Smogon, ja komm, das One-Hitten wir doch mit Konfusion. Oder Alex? Die nötige Power hast du doch. Und reicht das? Yes, definitiv. Und wir bleiben hier auf Konfusion. Wenn wir gleich Safonia City erreichen, werde ich mir wahrscheinlich erst den Encounter und erst Evoli. Und dann werde ich Evoli und Giflor entwickeln und Giflor und Duflor entwickeln und danach werden wir ein bisschen die Stadt erkunden. Und dann schauen wir mal, ob wir zuerst zur vierten Arena gehen oder zuerst in die Rockethalle. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ins Rocket Hauptquartier wahrscheinlich. Und uns dort das Sylph Scope holen, um wieder zum Lavagna-Turm zu gehen und dann die Seele von Tragosse oder von Knogger dann zu sehen, beziehungsweise dass wir es besiegen können und dann, ich glaube Mr. Fuji war es, dass wir Mr. Fuji dann retten. Wir bleiben drin und greifen weiter an. Komm, reich aus, reich aus, reich aus. Es reicht. Und wir besiegen Carsten. Wichtiger Bike-Name, der Carsten. Aber hier gibt es noch genug Trainer. Ich glaube, der hat Elektro-Pokémon. Dann tun wir mal David nach vorne. Du weißt viel über Pokémon. Doch wie sieht es mit Chemie aus? Ich weiß auch viel über die Chemie von Pokémon, Freundchen. Kleiner Freundchen. Voltoball sehr gut. Können wir mit einer Bodenattacke sehr effektiv treffen, mit Schaufler oder Intensität. Greifen wir mit Intensität an. Wir sind sogar schneller. Mit Intensität 8 müssten wir Ultra besiegen. Ja, easy. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wann sich David entwickelt. Smogon. Smogon hat... Hat Smogon die Fähigkeit Schwebe? Wisst ihr was, wir probieren es aus.
Weil wir treffen auch in Bodenattacken sehr effektiv die Gift-Pokémon. Aber hat es... Ich bin mir gerade nicht sicher, hat es... Ja, es hat Schwebe... fuck. Habe ich vergessen. Und, wir gehen auf Kratzfurie. Aber die macht überhaupt nix. Die macht ja überhaupt nix. Smog und wie ich uns kenne, kriegen wir das Gift? Nein! Ach, ich wollte nicht noch auf eine Attacke gehen. Wow, ich dachte schon... Warte mal, besiegt er uns jetzt? Nein, das Gift reicht nicht, oder? Reicht nicht, Gift, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Oh, 6 KP, wollte hier nicht David an der Stelle verlieren. Wir rufen Alex rein. Alex one-hitted dieses Smogon. Tackle. Nix und Konfusion. Oh, zum Glück hat er gerade nicht Tackle gegen uns eingesetzt. Hätte nicht... Also ich wüsste nicht, ob wir das jetzt überlebt hätten. Voltober. Ja, jetzt ist unser David so angeschwächt. Komm, Mäuschen. Bisschen Training kann für Mäuschen nicht schaden. Ist auch erst auf Level 25. Also, die vierte Arena wird definitiv schwer. Vor allem, ich weiß es gar nicht, wenn wir ein Flamara bekommen, wann Flamara eine Feuerattacke lernt. Muss ich mal nachschauen zur nächsten Folge. Irgendwie Pokeweg oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste eigentlich Glut oder... Oder können wir im Einkaufszentrum nicht eine Feuerattacke holen, wie Feuersturm? Bin mir gerade nicht sicher. Wir bleiben... Oh, wird es Magnetilo? Nein, da wollte ich natürlich nicht drin bleiben. Wollen wir mal gucken, wie viel ein Hyperzahn macht, obwohl er resisted wird. Schauen wir mal. Oh, über die Hälfte. Donnerschock. Müsste nicht allzu viel machen. Crit. Genau davor habe ich Angst. Aber der nächste Hyperzahn müsste an der Stelle reichen. Der reicht auch. Und wir besiegen Himmelstreben. Ah, ich darf nicht vergessen, wir sind hier vergiftet. Wir sind vergiftet und ich möchte nicht Dingsbums verlieren, David. Und jetzt schnell zum Pokémon-Center zurück. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit zurückrennen muss, aber es geht nicht anders. Das Gift würde uns sonst töten. Und wir betreten Lavandia zum 100. Mal. Danke. 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 Danke, danke. Wir... Komm, tu mal Feder nach vorne. Bald ein Taubos. Ist auch ganz nice. Und wir gehen weiter. Richtung Saffronia City. Ob wir es in dem Part noch schaffen? Ja, wir werden auf jeden Fall in dem Part noch Saffronia City erreichen. Aber es lauert hier nur noch ein Trainer auf uns. Ein Opa. Okay, die Spiele mögen beginnen. Es ist Zeit für ein Duell. Ich glaube in die Herzen, an das Herz der Karten, Freunde. geheime Power. Aber die geheime Power reicht nicht. Geheime Power. Aeroas. Tschüss, Kopsel. Hätten wir jetzt einen Elektro-Typ, ne? Beim drin. Why not? Schauen wir mal, ob Step Aeroas reicht. Auch nicht. Ja, jetzt machen wir nur noch einen Ruckzuck-Hieb. Ja, das Ruckzuck-Hieb reicht hier definitiv aus. Und wir erreichen Level 28. Jetzt ist, glaube ich, Panzer... Feder und Alex auf dem höchsten Level. Alex. Also Hypno. Bin mir gerade nicht sicher, wer hier das höchste Level hat. Kapuzzi. Wir haben Tobi. Wir haben hier Tobi gegen Kapuzzi. Unser Gift-Pflanzen-Pokémon. Mit Absorber greifen hier
Oh, zum Glück nicht getroffen. Aber ich glaube, Absorber macht auch nicht viel. Tobi hat nicht so viel Power. Sehr effektiv. Naja, ist ein Sweet-Hit. Ist hier leider ein Sweet. Wir können es selber schlafen schicken. Ja, wir greifen an. Sonst hätten wir eine Runde verschenkt. Crit? Nö. Und hier nochmal Absorber, dann müsste es reichen. Blubber. Ich glaube sogar Blubber senkt sogar die Initiative oder kann die Initiative senken. Auch cool zu wissen. Und der nächste Absorber reicht. Und damit besiegen wir den Trainer. Jetzt. Ach so, jetzt bekommen wir natürlich den Crit. Jetzt. Wo es so unnötig war wie sonst was. Manchmal verstehe ich Pokémon nicht, ne, Freunde? Wir erreichen den 25 und besiegen Balthasar. Tschö! Tschö, tschö! Ja, da meine ich durch dieses Durchgangshaus und da irgendwo links, ne? Ihr wisst, was ich meine, gibt es die TM-Psychogenese, soweit ich weiß. Aber Hypno erlernt es ja auch von selber, von Levelanstieg an. Soweit ich weiß, kommen wir gleich nochmal zu einem Gras, aber. Also nicht das Gras, was ihr jetzt denkt. Und, aber es ist, glaube ich, Route 8, oder? Bei Route 8 haben wir ja schon versucht, Vulcano zu fangen. Route 7. Ich bin mir echt nicht sicher. Waren wir auf Route 7 schon oder nicht? Ich schau mal kurz nach. Das interessiert mich aber jetzt. Schau kurz mein Handy nach, weil ich jetzt nicht genau weiß, waren wir auf der Route 7 oder waren wir nicht auf der Route? Ich glaube aber schon. Route 7, PokeWiki. Schauen wir mal. Wir sind in Kanto. Wir sind in Kanto und ich glaube, wir waren noch nicht. Die Route 7 ist halt nur der kleine Abschnitt hier. Also wenn PokeWiki nicht lügt. Ich schau mal kurz, was für Pokémon es hier zu fangen gibt. Ein Vulcano! Wir bekommen hier wieder eine 10%ige Chance, ein Vulcano zu fangen. Wir haben hier die Chance Vulcano, Mauzi, das wir schon haben, Mirapla, das wir schon haben und Taubsi. Also haben wir hier wieder die Chance, ein Vulcano zu fangen, Freunde. Ich bin mir aber gerade echt nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob... Nö, die Route 7 ist nur dieser kleine Abschnitt hier. Also laut PokeWiki. Deswegen würde ich sagen... Wir dürfen jetzt einen Vulcano fangen. So, und jetzt werde ich nicht den zweiten Fehler machen wie letztens. Wir werden hier mit Tobi anfangen und es direkt schlafen schicken. Oder wir werfen direkt einen Ball. Ein Pokémon mit Wegsperre haben wir nicht, oder? David hat keine Wegsperre. Sandschleier. Oder wir holen Rettern und... Na, wir... Nee... Ja, doch, Route 7. Doch. Wir haben hier die Chance, wir waren noch nicht auf Route 7, um hier einen Vulcano zu fangen, weil nur Route 7 ist nur dieser kleine Stück hier. Route 7 ist eine der kürzesten Routen der Pokémon-Welt. Sie führt von Saphonia City nach Prismania City. Nice. Also haben wir jetzt die Chance, einen Vulcano zu fangen. 10%. Also dürfen wir so lange suchen, bis wir einen Vulcano gefunden haben. Und dann haben wir nochmal die Chance, es zu fangen. Bekommen wir doch noch eine zweite Chance. Wir hätten auch eine dritte Chance bekommen können. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, machen wir einen Flamara, weil wir keinen Vulcano bekommen haben. Aber wenn wir jetzt wirklich schaffen, das Vulcano zu fangen und hoffentlich Schlafbruder trifft, haben wir eine mega gute Chance. Oh, ich weiß gar nicht, haben wir Superwelle? Mauzi haben wir auch schon in der Box. Flucht unmöglich. Gegen ein Level 20 Mauzi ist Flucht unmöglich. Ach, komm schon. Kurz gucken, ja, ich glaube, wir müssten Superbälle haben. Jupp, 10 Stück. Oh, ich sehe schon, Freunde, wir haben fast 20 Minuten hier Aufnahme. Wieder Mauzi, ja, 10%. Also ungefähr jedes Flucht gegen ein Level 17 Pokémon. Ungefähr jedes 10. Pokémon sein Vulcano. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Geduld wie ich. Ich werde es, glaube ich, ja, ich werde es ein bisschen speeden. Mauzi, Tobi, nein,
Freunde, warum ist Flucht immer unmöglich? Wir sind 7 Level höher. 7. 7. Wisst ihr? Oh. Ich bin... Ach, zum zweiten Mal Flucht unmöglich. Ja, bitte, kürze uns... Willst du mich verarschen? Wow. Fukano, komm, Fukano, Fukano. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Mauzi hier los ist. Mauzi-Horde oder was auch immer. Ey, wir verlieren gleich unser Tobi. Komm, Flucht, Flucht, Flucht! Jawohl, nee, wir müssen jetzt einen Supertrank. Wir geben jetzt hier einen Supertrank, bevor wir noch unser Tobi verlieren. Und suchen weiter nach Fukano, weil wir haben wieder die Chance. Weil wir vorhin auf, also im letzten Mal auf Route 8 waren und jetzt sind wir auf Route 7. Das ist wohl die kürzeste Route überhaupt hier. Flucht, jawohl. Taubsi haben wir auch schon. Jetzt kommt aber meine Taubsi-Horde. Komm, Fukano finden wir schon. Und dann haben wir vielleicht, aber es wird schwer, Fukano zu fangen. Mirapla. Tschüss. Ich hoffe, es ist okay, Freunde, für euch, dass ich es so speede, weil es ist ja langweilig, das zu schauen. Bis ein Fukano kommt, das dauert ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben schon 10 Pokémon begegnet. 10 Pokémon. Fukano. Diese lästigen Mauern. Und wieder eine Flucht unmöglich. Ich fasse es nicht. Fukano, Fukano, Fukano. Mauzige Sterben. Stellt euch auf einen langen Part ein, Freunde. Es will einfach, ich glaube, 15 Pokémon oder so und kein Fukano. Obwohl wir eine 10%ige Chance am Taubsi, ja. 10%, da, auf Route 8 war es, glaube ich, 30 oder 20%. Hier haben wir nur eine 10%ige Chance. Aber okay, trotzdem gibt es hier ein Fukano und trotzdem dürfen wir hier so lange suchen, bis wir ein Fukano haben. So sind die Regeln. So. Fukano? Nein. Warum auch? Warum? Warum sollte jetzt ein Fukano kommen? Sieht Mauzi so bedrohlich aus oder warum können wir nie bei Mauzi fliegen? Fukano? Nö. 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 Wow, wir sind entkommen beim ersten Mal. Vielleicht werde ich es rausschneiden. Den kleinen, oder? Ich weiß nicht, das sind jetzt, glaube ich, schon. Ja, es sind schon 4 Minuten, wo wir Fukano suchen. Ich glaube, ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich es rausschneiden werde oder nicht. Es ist ja voll langweilig für euch. Aber ich muss hier selber noch einen Fukano suchen, Freunde. Bleibt hier nichts anderes übrig. Weil wir haben hier die Chance, einen neuen Account zu bekommen. Finden wir jetzt Fukano? Nö, nö! Ja, ich werde es rausschneiden. Ja nichts die ganze Zeit. Wir suchen ja nur noch Fukano. Aber ich bin mir sicher, hier gibt es Fukano. Ich habe ja gerade nachgeschaut. 10%ige Chance. Fukano. Hier ist unser Fukano, Freunde. Und ja, wildes Fukano erscheint. So, jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir... Und es hat sogar Bedroher. Oh, das ist mega gut. Jetzt haben wir die Chance, einen Fukano zu fangen, wenn das Schlafpuder trifft. Wenn das Schlafpuder trifft. Es trifft nicht. Oh, und es ist nicht auf Brüller gegangen. Wir haben noch eine zweite Chance. Schlafpuder trifft. Es trifft. So. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall das Fukano schwächen. Weil ich glaube, ein Superball wird hier auf gar keinen Fall reichen. Und mit Tobi, also müssen wir jetzt hier einen Zug verschwenden. Wir gehen... Oder? Nee. Womit können wir es am besten schwächen? Ich würde sagen, mit Federruckzuckhieb. Es wird hoffentlich so 60-70%. Nein. 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 Und die zweite Chance, Fukano zu fangen, Freunde. Und schon wieder haben wir es nicht geschafft.
Wir hätten sofort einen Superball werfen sollen, aber die Wahrscheinlichkeit wäre zu gering gewesen, einen Fukano zu fangen. Und ja, dann wird es wohl doch ein Flamara sein. Schicksal will, dass wir einen Flamara bekommen. Und dazu sage ich auch jetzt nichts mehr. Prismania City reichen wir, Freunde. Und wir gehen erstmal heilen. Also Fukano möchte nicht in unser Team. Wir sollen nicht eine Nuzlocke machen mit Fukano. Pokémon-Gott will das nicht. Gut. Ist ja nicht so schlimm. So, wen legen wir für ein Evoli, beziehungsweise für Flamara ab? Wen legen wir ab? Das ist unser Team, Freunde, und das ist unsere Todesbox. Unser Cosmo. Das war so ein süßes Cosmo. Mäßiges sogar. Wen legen wir ab? Giflo wäre ganz nice. Hier haben wir zwei Normaltypen. Ja, aber Mäuse möchte ich nicht unbedingt ablegen. Wir legen erstmals von Anfang an Hypno ab, beziehungsweise Alex, weil Alex ist zu stark. Und wir können es immer wieder ins Team nehmen, weil wir haben hier noch andere Pokémon, die gelevelt werden müssen. Vor allen Dingen jetzt das neue Evoli. Und deswegen machen wir es erstmal so. Wir können es ja auch jederzeit wieder ins Team nehmen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Gut, dann auf zu Evoli. Hier war es, ja, hier ging es lang. Diese endlosen Treffen. Zack. Zack. Und danach, nach dem Evoli, Freunde, werden wir ein bisschen Prismania City erkunden und dann wird der Part auch schon zu Ende sein. Und im nächsten Part werden wir wahrscheinlich die vierte Arena betreten, beziehungsweise das Rockets Hauptquartier, wenn es so heißt. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Ich bin mit dem Emulator, Digga. Advanced. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Okay. Zedos erhält ein Evoli. Ja, Freunde, wir haben endlich ein Evoli und es ist sogar weiblich, passt doch zu Luma. Und, ja. So wird es heißen, Luma. Und jetzt schauen wir uns noch direkt mal an, was hat's für eine Fähigkeit, was hat's für ein Wesen, das ist jetzt wichtig. Es ist Lush. Ich weiß nicht, was... doch, Lush. Lush war... plus Verteidigung, minus Spezialverteidigung. Egal, nicht schlimm. Viel falsch damit können wir nicht machen. Und ja, Freunde, jetzt holen wir uns den Feuerstein und den Blattstein und entwickeln direkt zwei unserer Pokémon. So, jetzt muss ich wieder hier außen rum. Boah. Und wir gehen sofort hier ins Einkaufszentrum. Dieses riesige Einkaufszentrum. Nee, hier war das noch... Was? Komm ich hier... Hä? Ah, nee. Nee, Quatsch. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Hier gab's den auch noch nicht. Hallo. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Ja, das weiß ich. Die OT, bla bla bla. Nicht so wichtig. Hier gab es, genau, hier gab es die Steine. Und hier gibt es auch, glaube ich, im Einkaufszentrum die Attacken. Pokepuppe, Feuerstein einmal. Und einmal den Blattstein. Das Blattstein. Den Stein, ne? Ja. Haben wir zwei? Ne, wir haben einen davon. Gut, dann würde ich mal sagen, entwickeln wir beide Pokémon. Fangen wir mit Tobi an.
Glückwunsch, dein Tobi wurde zu Giflor. Und Giflor wird wieder zu Tobi. Ihr wisst, was ich meine. Und, ja, und den Feuerstein für Luma. Damit bekommen wir endlich unser ersehntes Feuer-Pokémon. Auch wenn es nicht Vulcano ist, ist es wenigstens ein Flamara. Flamara ist halt ein bisschen schwächer als Vulcano, aber so schlimm ist es ja nicht. Für den Nuzlocke ist es ja besser, wenn wir mit nicht so starken Pokémon durchspielen. Flamara sieht doch richtig cool aus. Und endlich haben wir unser Feuer-Pokémon. Das heißt, wir können bald, wenn wir Surfer haben, nach zum Kraftwerk und uns da ein Elektro-Pokémon holen. Das wird entweder ein Pikachu sein oder ein Magnetilo. Ein Zapdos haben wir ja auch die Chance, aber ein Zapdos werde ich für die Nuzlocke wahrscheinlich nicht holen. Ich werde wahrscheinlich ohne... Ich habe es noch nicht beschlossen, aber ich werde wahrscheinlich ohne... Ohne legendäre Pokémon durchspielen. Weil, ja... Je schwächer oder... Das macht einfach die Nuzlocke viel interessanter. Wenn wir mit wenn wir mit legendären Pokémon durchspielen, ist zum Beispiel die Pokémon-Liga ein leichtes. So wird es irre schwer, die Pokémon-Liga zu schaffen. Gut. Unser Luma. Endlich, Luma, wurdest du nach Flamara benannt. Gut. Aber wo gibt es jetzt die TMs? Gab es die hier überhaupt? Ich muss hier nochmal durchgucken. Kann ich dir behilflich sein? Nö, die brauche ich nicht. Gab es bei dir die TMs? Nö, bei dir auch nicht. Ich hoffe, die gibt es hier. Weil sonst weiß ich nicht, wann Flamara auf welchen Level ab Flamara eine Feuerattacke lernt. Hier gibt's... Was gibt's hier? Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin, aber sie ist so kindisch, ich werde noch ganz verrückt. Hallo, ich bin auch ein Kind. Ich bin durstig, ein Königreich für Getränke. Ich nicht. Tschö! Wo gibt es hier Flammsturm? Wir suchen Flammsturm! Ja. Nö, hier nicht. Was gab es hier? Ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt und du bist noch ein... Ah ja, ein TM-Kanto, wollte ich sagen. Ich glaube... Wie hieß die TM? Konter. Du bist noch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Konter, genau. Nicht, dass ich mich darauf verlassen würde. Konter ist eine... Ist eine richtig nice Attacke. Wir können es sogar Schlock beibringen. Sollen wir es Panzer für Turbodreher beibringen? Weil wir haben ja ein physisch-defensives Panzer. Und wenn wir von physischen Angriffen angegriffen werden, schlägt Konter mit doppelter Power zurück. Also es ist richtig, richtig geil. Ich glaube, wir Turbodreher hat sowieso so kaum so eine Bedeutung in dem Spiel. Deswegen machen wir Turbodreher weg. Und erlernen... Konter. Gut, aber ich glaube, Flammsturm gibt es hier doch nicht. Egal, nicht schlimm, nicht schlimm. Flammar... Oder? Gibt's hier? Ja, kannst du mir... Ah, nee. Klar, hier waren wir. Wartet mal. Nee, wir sind gerade wieder hochgegangen, ne? Ich weiß gar nicht, ich verlaufe mich sogar hier im Einkaufszentrum, ich glaub's nicht. Stimmt, hier waren wir gerade, wir sind gerade wieder hochgegangen, das ist Schwachsinn. Hier gibt's, glaube ich, auch keine TMs, oder? Hast du TMs? Du hast TMs! Aber keine Feuerattacke, Geheim Power, Durchbruch, Schaufler, Hyperstrahl, Brüller. Na, Brüller brauchen wir nicht. Brüller, ich mag diese Attacke nicht. Hast du? Er hat natürlich auch keine. Ach, Gengif haben wir sogar. Fuck. Hätten wir gar nicht zurücklaufen brauchen. Gut, hier gibt es kein TM-Feuersturm. Wusste ich gar nicht. Habe ich eigentlich gedacht. Und damit erkunden wir noch ein bisschen die Stadt in dem Part. Renn nicht weg! Okay, so. Ich habe Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet das Gift aus. Ja, Smogon können wir auch noch fangen auf der Zinnoberinsel. Genau, und da haben wir noch die dritte Chance, einen Vulcano zu fangen. Aber ich glaube, wenn wir bis dahin Flamara noch haben, werden wir auch kein Vulcano brauchen. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Schadet. Achso, ja, stimmt. Wir haben die Chance, hier einen Münzkorb zu bekommen. Hey, Digga, was darfst du mich sagen? Was darfst du mich sagen?
hier ist die... Nö, aber hier gibt's den Münzkorb. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Zelos erhält einen Münzkorb. Wir gehen auch nachher nochmal... Sollen wir in die Spielhalle gehen? Ich weiß nicht, ein geschenktes Pokémon haben wir ja schon. Ein zweites dürfen wir nicht mehr nehmen, glaube ich. So sind die Regeln, ja. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus hoch verzockt. Jupp. I know it. Wow, 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 was macht ihr hier? Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Ach stimmt, wir müssen in die Spielhalle, um ins Rocket-Quartier zu kommen. Haha, mit dem Spielautomat verdienen wir unsere eigene goldene Nase. Ach, du bist der Boss hier. Okay. Was ist das hier? Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Tasmania City ist wunderschön. Ich mach da auch mal Urlaub mit meiner Freundin. Schauen wir mal, wie es wird. Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Ach, du bist der Freund. Ja, Digga. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, du kleiner Lümmel, du. Ja, ja, kannst keinen Spaß haben, ne, wenn der Bruder dabei ist. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Muss mich verarschen. Hätte Spaß. Ich halte mich sowieso nicht hier auf. So. Hallo. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja, es gibt hier schöne Preise, wie zum Beispiel Sichlonabra. Aber egal. Nicht schlimm. Was gibt es hier? Ach, hier gibt es den Tee. Genau, Freunde, genau. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Tee erhalten. Gegen Durst ist nichts besser als heißer Tee. Er ist einfach am besten. Ich komme mir gerade selber ein bisschen blöd vor. Nee, ich mag selber gar keinen. Ich trinke selber keinen Tee, ich weiß auch nicht. Ja, hier geht's noch weiter. Aber ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht rennen. Gibt es hier noch was? Was liegt hier? Ich kann es nicht sehen. Nein, ich will hoch. Gibt es hier was? Hallo? Donuts für alle. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß, aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Oh, du Schlingel, du. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Misty ist nicht heiß, Digga. Ich bin der Programmierer. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist. Den Pokémon zu erstellen gibt nicht... Oh, was? Zeig ihn mir? Was? Ach, keine Ahnung. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Nö. Gibt's den Pokémon? Nö. Nichts versteckt. Gut. Haben wir soweit die Stadt etwas erkundet. Und, ich würde sagen... Einkaufszentrum waren wir... Ja. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter mit der vierten Arena. Und nochmal an alle Freunde, guten Rutsch, rutscht bitte nicht zu tief und feiert Silvester jetzt mit eurer Familie, mit euren Freunden. Und bis zum nächsten Part.